Fantasie nimmt ihren Ursprung aus der Sage. In der Sage aber sind die produktiven Seelenkräfte eines Volkes Verstand, Fantasie und Gefühl. Alle Blüte künftiger Bildung wie ein Märchen, noch ungetrennt in einer gemeinsamen Knospe, wunderbar verhüllt und abgeschlossen. Die Sage wird wie ein Naturprodukt nicht erfunden. Sie ist nur der innerliche Reflex der Erlebnisse eines Volkes. Ihre Lapidarschrift sind die Taten dieses Volkes, welches sie poetisch nachtrug.